Die strengere Grenzpolitik der Staaten entlang der Westbalkanroute zeigt unterdessen bereits Wirkung. Bis zur Grenze nach Deutschland kommen derzeit kaum noch Flüchtlinge durch. Waren es vor gut einer Woche noch täglich etwa 2000, sind die Zahlen seit einigen Tagen drastisch gesunken. Bundespolizei und freiwillige Helfer stehen dennoch weiter bereit. In den vergangenen zwei Tagen wurden uns von Österreich keine Migranten übergeben. Die Bundespolizei hatte dennoch Feststellungen im Bereich der Schleusung und erlaubter Einreise. Das bezog sich aber auf einige wenige Einzelsachverhalte an den Autobahnen und im grenzüberschreitenden Zugverkehr. Insgesamt 140 Flüchtlinge reisten so gestern nach Deutschland ein. Das eingespielte System der Übergabe ist wegen der Entwicklung auf der Balkanroute fast unterbrochen. Kaum Flüchtlinge auch an der österreichisch-slowenischen Grenze ins Spielfeld. Für die CSU das Signal, auf das sie lange hingearbeitet hat. Die Einführung von nationalen Obergrenzen sei der richtige Weg, um die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Es zeigt sich ganz klar im Moment, dass nationale Maßnahmen deutlich erfolgreicher sind als ein europäisches Vorgehen. Und dass wir Österreich nicht verurteilen sollten, sondern eher dankbar sein sollen, dass Österreich diese Maßnahmen getroffen hat. Für den Abend hat Österreich dann doch noch die Ankunft von 226 Flüchtlingen bei der Bundespolizei angekündigt. So wenig Flüchtlinge wie jetzt kamen schon seit Monaten nicht mehr nach Passau.